Was geht? Wir fahren nach Aachen zu Vince, zu Vincent Lee. Und mit dabei ist heute Jan Meyer. Und der sitzt hier. Und Tobi. Und wir fahren jetzt zusammen einen Jausen-Song produzieren, weil wir dachten, also es ist halt wirklich so, dass mein Leben seit diesem Urlaub ist verändert, bei dir auch. Ja, auf jeden Fall. Ich kann nicht mehr ohne Jause. Ich merke immer, dieser Mittagshunger kommt. Ich will die ganze Zeit reinjausen in andere Leute. Ich möchte, wenn ich abends zu Bett gehe, nochmal schnell abjausen. Du kennst es, oder? Ich kenne das. Das ist weltbewegend, was wir da erlebt haben im Urlaub. Also wirklich, diese Zeit, die hat mein Leben wirklich komplett auf den Kopf gestellt. Und die Jause ist einfach in mich gefahren. Das müsst ihr mir einfach glauben. Nö. Für die Leute, die es nicht verstehen, wahrscheinlich alle. Richtig. Der Song wird ein bisschen aufklären, hoffe ich mal. Und erstmal schaut er dann Vince, dass er es zu diesem unglaublich nicen Freundschaftspreis macht. 20.000 Euro, mega günstig, wirklich Vince. Ganz tolles Ding, ehrlich. Und ich würde sagen. Jause. Vor dem Stau stehen Beste, Alter. Oh, ja, geil! Die Tankstelle ist bis auf weiteres gesperrt. Die guckt die ganze Zeit, ich verstehe doch nicht. Die Esche ist günstiger! Wir haben halt so ein Dachfenster, diese Mietwagen hier gerade, Leute. Jause! Stopp! Stopp! Einfach stopp! Unnötig! Wir haben jetzt gerade mal auf Instagram nach einem Q&A gefragt, Leute, weil die Autofahrt, wir wollen ja nicht miteinander reden. Deshalb haben wir auf Instagram euch gefragt, ob ihr Fragen zur Jause habt, und die werden wir jetzt hier ganz normal im Video beantworten. Ja, Tobi, du musst jetzt die Frage stellen. Ach so. Wer kam auf das Wort Jause und warum kamst du darauf? Hä? Wer kam auf das Wort Jause? Warte, ich beantworte kurz. Ja, nächste Frage. Jause, beste Wort 2020? Das ist tatsächlich, also das Wort gibt schon was länger. Jetzt so zweckentfremdet, wie wir das jetzt haben, tatsächlich noch nicht. Alle Österreicher werden sich jetzt auch an der Stelle fragen, was soll das? Das ist ein ganz normales Wort für uns, das mehr als ein normales Wort für uns, das ist ein Lebensgefühl und eine Lebensanstellung. Wann ist eure Jausenzeit, in Klammern Uhrzeit? Jan, wann ist 10 bis 17 Uhr, ganz klar. 15 bis 17 Uhr jeden Tag, 7 Tage die Woche ist Jause. Ja. Also tendenziell hat Jan da recht. Es gibt aber manchmal eine Spätnachtsjause, die man halt noch abends zwischenschieben kann. Das ist die Nachtjause. Die machen wir da gibt's selten. Perfekte Frage, welche Arten von Jause gibt's? Du hast ja gesagt. Sehr viele. Also wir haben auf jeden Fall, eigentlich haben wir den Tag so unterteilt, dass es zuerst ist halt Jodel, ne? Ja. Jodeln, dann ist Jause und dann ist Après den ganzen Abend lang. Das sind die drei Uhrzeiten, die es gibt. Es gibt aber immer wieder zwischendrin Jausenpausen. Ja, zum Beispiel dann morgens die Jausen-Frühstückspause oder die Pausenjause, die um 12 Uhr ist. Dann nochmal die Spätnachtsjause. Und es gibt immer noch die Möglichkeit, eine Spontanjause einzulegen. Es gibt noch eine Geschlechtsverkehrjause, da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Wie viele Jausen sollte ich an einem Tag einlegen, um genügend ausgejaust zu sein? Es ist sehr schwierig. Also Jan, guck mal, wir sind ja schon Profis eigentlich drin. So, ja. Wir haben ja die Woche echt gut geübt. Ich finde, man sollte echt mal mit der klassischen Zeit 15 bis 17 Uhr anfangen und dann eigentlich weiter üben. Wie viele Jausen machst du momentan täglich? So wie du es gerade aufgezählt hast. Also eigentlich sind es so 7 bis 8 am Tag. Und bevor ich es vergesse, Leute, jetzt ganz wichtig zu dem Thema. Unser Ziel ist es auch, also das ist jetzt keine Ironie, unser Ziel ist es, das Wort Jause als Jugendwort 2020 zu etablieren. Ja. Ihr müsst uns dabei helfen, nur wir können das zusammen schaffen, dass wir wirklich alle das Wort benutzen und dann kommt das im Duden offiziell drin. Was heißt eigentlich Jause? So, und jetzt kommen wir, glaube ich, zur Ursprungsfrage, die eigentlich alles so ein bisschen aufklärt. Jause an sich ist traditionell im Österreichischen eine Zwischenmahlzeit zwischen Mittag und Abendessen. Für uns ist aber Jause mehr. Für uns ist Jause ein Lebensgefühl von Freiheit. Und das Wort Jause kann in sämtlichen Kontexten als Verb, als Nomen, sogar als Pronomen benutzt werden. Also zum Beispiel, wenn ich sage, das ist nicht das Auto, sondern Jausenauto. Das geht auch. Stop it. Geh zum Herrn. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe kurz auf Toilette jausen, dann wissen eigentlich alle, was gemeint ist. Oder nicht? Nö. Nö. Und genau das ist das Schöne an diesem Wort. Also man kann mit der Jause unglaublich viel anstellen. Ich gehe kurz abjausen. Ich muss da hinten noch einen um die Jause bringen. Ich muss noch rüber zur Jause. Also es gibt sehr viele Bedeutungen für das Wort. Wichtig ist, dass ihr einfach den Lebensstil vom Jausen versteht und das innehabt, die Jause. Tragt die Jause tief in euch drinnen. Steckt sie euch am besten in irgendeine Körperöffnung, die Jause. Wie krass wird der Jause-Song? Ich denke mal, wie viele Jausen von wie vielen Jausen, Jan? 73
Jausen von 18 Jausen. Gute Bilanz, kann man nicht anders sagen, finde ich stark. Erstmal Leute, wir jausen jetzt weiter nach Aachen, wir treten jetzt richtig aufs Jauspedal und dann geht's los. Boah. Kommt von letzter Nacht, morgens 11 Uhr wieder. Eigentlich muss es aber 14 Uhr sein, nicht 11 Uhr. Ja, 11 Uhr ist ein bisschen zu früh, ne? Was? 11 Uhr ist ein bisschen zu früh. Ich stehe ja maximal um 17 Uhr auf. Das ist Kopf von letzter Nacht, morgens 12 Uhr aufgewacht. Danach Kotzen auf den Schacht. Meine Freundin hat gelacht. Aber wollen wir AABB reimen? Oder ist cooler ABAB? Nee, stumpfer ist A. Dicker Kopf von letzter Nacht, bin um 12 aufgewacht. Das ist stumpfer, ja, geht's gar nicht. Ja, dann, eine geile Jause gemacht, ja. So Mickey Krause. So ja, genau, so genau. Deutlich ausgesprochen. Wieder eine Jause gemacht. Stopp, es geht so nicht. Ach Mann, du. Mach dein Apostroph hin, Alter! Kopf von letzter Nacht, morgens 12 Uhr aufgewacht. Gestern Abend alle Jungs ne fette Jause gemacht. Ja, nicht so ganz, ich war ein bisschen off, aber. Ja. Jause, ja, Jause. Sowas muss eigentlich die Hook werden. Jause. Ja, genau, weil ich Jause. Machst du beim Pre-Chorus dann quasi. Ja. Quasi so. Jause. Ja, ja, genau. Ja, ja. Wir lassen alles liegen, wir lassen alles stehen. Genau. Es ist Zeit zur Jause zu gehen oder so. Und dann musst du dann. Fertig. Jause. Mit so einem Zwischenvocal noch, Alter. Genau. Okay. Kopf von letzter Nacht, morgen 12 Uhr aufgewacht. Gestern Abend viel gelacht, fette Jause mitgemacht. Ach, Scheiße, Alter. Ja, das ist geil eigentlich. Ja, das, alles das flüssig, ist auch nicht fäkal, aber alles, ja, alles flüssig auf dem Pott. Doch, ich knall mir was in den Kopf. Alles flüssig auf dem Pott, erstmal ein Bier in den Kopf. Alles flüssig auf dem Pott, erstmal ein Bier in den Kopf. Alter. Jause. Ja, ja. So, wir sind jetzt gerade schon bei der Hook, Alter, und oh die Jause, die ist heute, die ist hier. Die Jause ist heute, die ist hier. So, jetzt geht die Storyline weiter. Jetzt sind wir nämlich schon in der Jause drin. Also ja, wir sind der jetzt Typ beschreibt jetzt, was in der Jause passiert, was er sieht. Das macht gar keinen Sinn. So, okay. Sieht gar nichts. Der ist ja krank besoffen. Mein Blick, der ist benebelt. Ja, eigentlich so. 3-4 Bier habe ich schon drin. Ja. Gerade laufen kriege ich hin. Alter, so ein Scheiß, so ein Scheiß. Oder das Tank ist schon gut voll oder der so. Der Tank ist schon gut voll. Und die Alte, die ist toll. Coco. Ich nehme meinen Stock und ramm ihr unter noch alles, egal. Weil ich will irgendwie das Wort Schwarz mit drin haben, ne? Ja, wir gehen an den Strand und du fasst da meinen Schwarz. Plötzlich holst du Ferras voll raus. Wo hast du? Ich hab eine Gun. Kopf von letzter Nacht, morgen 12 Uhr aufgewacht. Gestern Abend viel gelacht, fette Jause mitgemacht. Oh, letzter Nacht, morgen 12 Uhr aufgewacht. Gestern Abend viel gelacht, fette Jause mitgemacht. Ja, das ist geil. Gut, das ist gut, das ist ja richtig geil. Ja. Es kann nichts Besseres geben. Voll cheap. Es kann nicht widerstehen. Aber es klappt halt. Ja, wenn ich das. Ja. Es kann nichts Besseres geben, ich kann nicht widerstehen. Heute Abend werden wir feiern, heute Abend wird's abgehen. Alle sind hier für die Jause, wenn nicht, dann geh nach Hause. Es kann nichts Besseres geben, ich kann nicht widerstehen. 5, 6, 7. Wir kippen immer mehr, doch der Sprit geht langsam leer. Sie macht mir schöne Augen und ich hol sie einfach her. Wir kippen immer mehr, doch der Sprit geht langsam leer. Sie macht mir schöne Augen und ich hol sie einfach her. Kippen immer mehr, doch der Sprit geht langsam leer. Sie macht mir schöne Augen und ich hol sie einfach her. Ich will, dass Unge auf dem Markt ein Delfin ist.
Das würde er wohl machen. Es kann nichts Besseres geben. Es kann nichts Besseres geben. Ich kann nicht widerstehen. Heute Abend werden wir feiern. Heute Abend wird's abgehen. Alle sind hier für Jause. Wenn nicht, dann geh nach Hause. Ja. Hey, bereit? Döp, 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 döp. Und die Jause, die ist heute, die ist hier. Alter, das ist jetzt noch komplett raw. Da müssen wir auf jeden Fall in den Höhen noch ein bisschen was wegnehmen. Das klingt wirklich wie eine Frau, die ermordet wird auf der Tanzfläche. Das ist eigentlich ganz nice, warte mal. Welches? Ja gut, wir haben ja keine Frauen hier, also muss man da dann auch einfach... Akani, es tut mir so leid für dich heute, Alter. Es ist so krank, Jan war gerade einfach am Klo gekotzt. Zu viel gesungen, gekotzt. Alter, Leute, das ist wirklich denkbar einfach. Und es klingt gar nicht so scheiße, oder? Nö. Also es klingt wirklich echt decent okay. Ja, auf jeden Fall. So, es muss halt echt noch ein bisschen Feintuning rein. Aber unsere Sorge ist natürlich jetzt, dass wir damit zu erfolgreich werden und dann gezwungen sind, am Ballermann zu leben. Weil, bevor das passiert, hänge ich mich auf. So, warte mal ganz kurz, Jan. Wir haben jetzt einfach diesen Jausen-Song in 3 Stunden gemacht. Ich glaube, knapp unter 3 Stunden. Knapp unter 3 Stunden und es klingt wirklich echt dafür ganz okay. Es klingt auf einem Level wie diese ganzen Après-Ski-Sachen, die laufen. 1:1, 1:1 und das ist so simpel, Leute. Ja, Mann, was soll ich sagen? Track kommt dann nächste Woche um den Dreh mit Musikvideo und hast du schon Bock auf Ballermann? Da aufzutreten, ja. Ja, ja. Stell dir mal vor, die buchen uns einfach. Alter. Ab 10.000, ihr könnt euch melden. Macht's gut, ciao.